Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um eine der schönsten und wie ich finde auch besten Dockingstationen, die es für euer iPhone gibt. Viel Spaß! Wir haben hier ein Dock der amerikanischen Firma Groove vor uns stehen. Es besteht aus Stahl und einem sehr schön gemusterten Holz, was nicht nur extrem gut aussieht, sondern auch noch wirklich praktisch ist. Durch den Unterbau aus Stahl wiegt das Dock nämlich unglaubliche 1,5 Kilogramm, wodurch es erstens sehr standfest ist und man das iPhone auch problemlos mit einer Hand aus dem Dock entfernen kann, ohne dass sich das Teil nur 1 Millimeter bewegt. Das ist ein echter Pluspunkt, da man bei leichteren Modellen der Konkurrenz oft das Dock mit hochnimmt und somit beide Hände benötigt, um das iPhone zu entfernen. Erhältlich ist das Dock in zwei verschiedenen Varianten, und zwar in Silber und Schwarz. Die Farbe bezieht sich dabei nur auf den Stahlteil, das Holz ist nämlich bei beiden Modellen identisch. Für das Kabel sind zwei verschiedene Halterungen im Lieferumfang dabei, sodass wir neben Lightning auch ein älteres 30-Pin-Kabel verwenden können. Das Kabel muss nur in die Halterung gesteckt werden, die anschließend seitlich in das Dock geschoben wird. Das Kabel selbst kann man dann nach unten herausführen und befestigen. Sobald das getan ist, kann man das Holzoberteil wieder aufsetzen, welches dann magnetisch am Stahl festhält. Bei mir war das Holz leider ein kleines bisschen verzogen, weswegen der obere Teil etwas wackelte. Dafür gibt es aber eine ganz einfache Lösung: ein Stück Papier oder ähnliches nehmen und so unterlegen, dass es nicht mehr kippelt. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert problemlos. Nun nur noch den USB-Stecker an einen PC oder an ein Netzteil anschließen und schon könnt ihr euer iPhone laden und synchronisieren. Wie vorhin schon angesprochen, lassen sich Lightning und 30-Pin-Geräte verwenden. Das Dock ist somit kompatibel mit dem iPhone 4, 4S und allen 5er iPhones. Ausprobieren konnte ich es leider nicht, aber auch die verschiedenen iPods sollten ohne Probleme passen und sogar viele Hüllen müssen nicht mal vom Telefon entfernt werden. Auch an den Lautsprecher wurde gedacht. An der passenden Stelle ist ein kleiner Kanal zu finden, sodass der Ton nicht beeinflusst wird. Klingeltöne und Musik sind also immer noch laut genug und klingen nicht schlechter. Und damit sind wir auch schon beim Fazit angekommen. Beim Groove Dock wurde an wirklich jede Kleinigkeit gedacht. Es steht sehr fest, sieht echt gut aus und bietet viele Möglichkeiten. Das iPhone lässt sich einfach mit einer Hand entnehmen, passt auch mit Hüllen hinein und sieht dank dem edlen Holz nochmal ein Stück hochwertiger aus. Klar, es passen wirklich nur Smartphones aus dem Hause Apple perfekt hinein, aber wenn man sich so einen Dock kauft, ist man sich dessen natürlich bewusst. Nun fehlt noch der Preis und der fällt mit $99 nicht gerade günstig aus, zumal dafür nicht mal ein Kabel im Lieferumfang enthalten ist. Ich bin dennoch der Meinung, dass es die perfekte Dockingstation für ein iPhone ist. Ob euch das Dock so viel wert ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Von meiner Seite aus gibt es aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Bestellen lässt sich das gute Stück bisher leider nur über die Webseite des Herstellers. Die Lieferzeit beträgt daher gut 2 Wochen. Mit dem Zoll hatte ich allerdings keine Probleme. Das Dock wurde mir direkt an die Haustür geliefert. Dann bedanke ich mich nun bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!